عم نشتغل بالتعاون مع البعثة الألمانية اللي بتشتغل ببعلبك. نحن هون عندنا مشروع ترميم، مشروع الترميم على كل منطقة بستان نصيف. بستان نصيف هو المنطقة الفترة الإسلامية، ونحن بمبنى مملوكي هو بيقوم على الخان وعلى الجامع. الأعمال اللي عم نقوم فيها هون هي أعمال تنظيف وترميم وتدعيم للمبنى لفتحه للزيارة. Das Deutsche Archäologische Institut arbeitet seit 1998 hier in Baalbek. Zunächst mal vor allem wegen der berühmten römischen Ruinen, dann aber eben auch, um die gesamte Geschichte Baalbeks zu erfassen und für Besucher sichtbar zu machen. Der römische Tempel ist in islamischer Zeit zu einer Burg umgebaut worden, und wir befinden uns hier jetzt in einem islamischen Stadtteil, der vor der Burg liegt. Wir sind in einem archäologischen Areal, das im 12. und 13. Jahrhundert sehr stark genutzt wurde als Wohnviertel, als Handelsort, als Ankunftsort. Wir haben ein langes wissenschaftliches Forschungsprojekt hinter uns, das ist beendet. Und was wir jetzt hier in Zusammenarbeit mit der libanesischen Antikenverwaltung machen, ist dieses Gebiet hier konservieren, ein bisschen zu restaurieren und dann vor allem für Touristen sichtbar zu machen, das heißt zu erklären. Wir sind seit fast 20 Jahren hier. Die Forschungen sind, wie in Deutschland üblich, immer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Deutschen Archäologischen Institut bezahlt worden. Jetzt, dieses Konservierungsprojekt wird ganz maßgeblich vom Auswärtigen Amt unterstützt. Und zwar tatsächlich aus einem Programm heraus, das die lokalen Gesellschaften stabilisieren möchte, dafür sorgen möchte, dass Menschen hier, dort, wo sie herkommen, in Lohn und Brot kommen und deswegen dann eben auch hier ihr Auskommen finden und nicht in die Notwendigkeit geraten zu flüchten. أكيد مبسوط ساعات اللي عم تتعاملي مع أثرات عمرها آلاف السنين، ساعات اللي عم تتعاملي مع أثرات كل يوم تكتشفي فيها شيء جديد، أكيد هيدا هو الشغف اللي بده يوصل له الواحد. يعني أنت بتجاوبك بتصيغ بالقلعة حتى بنطلع مصروف الجامعة. Das Wissen der alten Arbeiter besteht auch darin, dass sie genau wissen, wie sie mit Steinen zu arbeiten haben, wie sie Steine bewegen können mit einfacher Handkraft ohne Maschinen und auch wie sie eine Mauer errichten können ohne Zement, ohne Beton. Es ist ganz wichtig, hier die einheimische Bevölkerung einzubeziehen, also nicht nur die libanesische Antikenverwaltung, sondern vor allem auch hier die Menschen, die aus Baalbek selbst kommen. أنا اسمي رنين الزكرة من منطقة بعلبك. أنا عمري 24 سنة. أنا درس أركيولوج. بدرس آثار. عم بعمل ماستر طالبة بالجامعة اللبنانية. أنا عالمة آثار وعم بشتغل هون ببعلبك بالموقع. مع الأكيب من الجامعة اللبنانية بالتعاون مع البعثة الألمانية. Diese Kollegen kommen aus den Universitäten des Libanon und sie kommen zum Teil aus einem Institut, das hier im Libanon sich mit dem Erhalt von traditioneller Architektur beschäftigt. سنة بلشنا الشغل تنقدر نعمل له conservation أول شيء لما بقى يتدهور وضعه ونعمل presentation لأنه رح يصير مفتوح للvisitors للtourists. بلشنا قسمنا البروجي لكذا فاز. ايه طبعا عم نعلم، ما في جايين، يعني عندنا شباب اول عمره عم نعلمهم على مهنه الاثار. Es gibt Handwerker hier aus Baalbek, die sehr gut noch in traditionellen Handwerkstechniken bewandert sind. بنعلمهم الشغل يضلوا مارسين على بلادهم، يضلوا حافظين على بلادهم، على تراث بلادنا. لحتى ما يخربصوا الشغل تاع الشغل حاله.
يعني انت بتعتبر حالك عم بتسلم مهنتك من جيل لجيل؟ من جيل لجيل طبعا. من جيل لجيل اهتمام بالقلعة. نعم. damit der Nachwuchs ausgebildet wird und das was wir hier machen dann in andere Projekte im Libanon transferiert werden kann. Das heißt, dass diejenigen, die hier etwas mitbekommen haben, dann eben irgendwo hingehen können im nächsten archäologischen Ort, in der nächsten großartigen mittelalterlichen Burg eingesetzt werden können und da dann sofort selbst wissen, was sie tun. Das heißt, wir arbeiten ganz vornehmlich mit Libanesen und zum Teil auch mit syrischen Flüchtlingen, um hier eben dieses Projekt umzusetzen. Sie können frei in Gegenden gehen, in die wir nicht mehr hin dürfen, in der Tat, oder auch besser nicht hingehen sollten, denn der Libanon ist, wie man weiß, tendenziell einbezogen in den Konflikt mit Syrien. Das heißt, wir wissen, dass nicht in allzu großer Entfernung von hier durchaus immer wieder Konflikte geschehen, Militäraktivitäten, die uns nicht lieb sein können. Die Lokalbevölkerung kennt sich natürlich hervorragend aus. Ihnen gehört das Land hier, sie kennen die Dörfer, sie kennen die Personen. Das heißt, die können sich viel, viel freier bewegen als wir. Und sie können deswegen dann Arbeiten übernehmen, die Spezialisten, im Übrigen nicht nur Spezialisten aus Deutschland, sondern auch Spezialisten zum Beispiel aus der Hauptstadt Beirut, nicht mehr übernehmen können. Ich bin für jeden Jahr, der mit Assad arbeitet, und mit der Basis der Almanie. ليه بتنصحهم يشتغلوا بالأسعار؟ لأنه هيدي الحياة هون موجودة. أنت الأصل من بعلبك؟ أنا ببعلبك. بتفكر تفل من بعلبك؟ لا أكيد لا. قولوا هيييي.